dass wir uns um diese Kollegen gekümmert haben, das hat schon wieder viel zu lange gedauert. Viel Spaß. Einfach leckere Gerichte für jeden Tag, das bekommt ihr bei mir. Frische Zutaten sind ein super Start für ein leckeres Essen. Und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen bei Tasty for You. Mein Name ist Stefan, euer neuer Food-Kanal auf YouTube. Und ich freue mich wieder einmal, dass ihr mir zuschaut und mir eure Zeit schenkt. Und all diejenigen, die das erste Mal da sind, bei euch freue ich mich natürlich ebenso, dass ihr mich gefunden habt, auf mich aufmerksam geworden seid und jetzt vielleicht Gefallen an meinen Videos findet. Würde mich freuen. Wenn dem so ist, unten rechts habt ihr die Möglichkeit, einen Abo-Button zu drücken, Klingel zu drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Das gibt es in der Regel einmal die Woche. Aber damit habe ich auch schon genug Werbung gemacht für das, was hier so auf dem Kanal passiert. Ja, ich habe heute eine Rubrik wieder mal herausgeholt, Burger und Sandwiches. Und ich habe heute wirklich einen super, super einfachen Burger gemacht. Und häufig ist es ja so, dass ich wirklich viele Sachen mache, die ich auch selber mache. Heute nehme ich wirklich mal das, was handelsüblich ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein eigenes Rezept für Burger Buns. Verlinke ich euch gerne mal hier oben. Heute habe ich aber zum Beispiel einfach welche gekauft. Ist überhaupt kein Problem. Oder auch zum Beispiel das Thema Ananas. Normalerweise nehme ich immer sehr, sehr gerne frische Ananas. Heute nehmen wir einfach mal die fertigen Ananasscheiben. Denn natürlich schmecken auch die Sachen alle super, super lecker. Und damit kommen wir auch schon einmal zu den gesammelten Zutaten. Heute wir brauchen etwas Salat. Dieser Salat, den nennt man, ich glaube, Lollo Bianco, so heißt er in Fachkreisen. Den gibt es auch noch in Rot, dann heißt er Lollo Rosso. Ist ein super, super leckerer Salat. Sieht super schön aus und gerade bei Burgern isst ja das Auge bekanntlich mit. Deswegen habe ich heute Lollo Bianco genommen. Dann habe ich hier ganz fein gehobelt ein paar Zwiebelringe. Und diese Zwiebelringe habe ich wirklich, also die sind super, super fein. Guck mal, könnt ihr das sehen? Ich habe die wirklich ganz, ganz fein gehobelt. Hintergrund ist der, wir werden die jetzt ein bisschen salzen, das machen wir jetzt gleich direkt. Und dann durch das Salz werden die so ein bisschen weicher und geben ein bisschen von der Flüssigkeit ab und werden super, super lecker. Dann habe ich hier meine eigene Burgersoße. Und die Burgersoße, die habe ich bereits fertig gemacht. Da sind schon alle Zutaten drin. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die alle zusammenkriege. Also ist drin 100 Gramm Mayonnaise, 60 Gramm Ketchup, 40 Gramm Senf, der Saft einer halben Zitrone, ein halber Teelöffel Currypulver, ein Teelöffel Zucker, etwas Sriracha-Soße und eine Gewürzgurke klein gewürfelt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ihr könnt natürlich immer variieren. Aber das ist schon mal ein guter Geschmack. Also die ist richtig schön kräftig vom Geschmack und das ist genau das, was wir nachher wollen für diesen Burger. Dann haben wir etwas Olivenöl, brauchen wir gleich, um das Ganze zu braten. Dann habe ich hier 4 Ananasscheiben und das sind wirklich die aus der Dose, die so in Sirup eingelegt sind. Die habe ich vorher rausgeholt, habe die jetzt hier in eine Schüssel gelegt. Das ist auch super, super einfach. Das ist mein eigenes Hähnchengewürzsalz oder Geflügelgewürzsalz. Da ist drin 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Teelöffel Zwiebelpulver und ein halber Teelöffel Curry. Damit kommt man eine ganze Ecke weiter und wenn ihr ein bisschen mehr braucht, dann macht ihr euch einfach ein bisschen mehr. Ihr könnt aber natürlich auch jedes handelsübliche Hähnchengewürzsalz nehmen oder Geflügelgewürzsalz oder was auch immer ihr mögt. Ihr könnt auch das Hähnchen nur mit Salz und Pfeffer würzen. Ich mag es so ganz gerne. Macht einfach so, wie ihr meint. So, und dann habe ich hier eine Hähnchenbrust. Die werden wir uns gleich vornehmen, damit wir die richtig schön vorbereiten. Und natürlich haben wir 2 Burger Buns. Auch um die kümmern wir uns gleich. Und das sind wirklich ganz normale, richtig schön weiche, so im Brioche-Stil. Mag ich immer sehr gerne. Ich habe das große Glück, wir haben hier eine Bäckerei bzw. einen Supermarkt mit einer großen Backabteilung. Da gibt es super viele Burgerbrötchen. Da gibt es Vollkorn, da gibt es diese schwarzen Dinger schon. Da gibt es welche, die sind mit roten Beeten gefärbt und so weiter. Heute ganz klassisch, Sesamkörner oben drauf, weißer Teig. Das ist das, was wir heute machen wollen. So, und dann würde ich sagen, ihr Lieben, lange genug geredet, lasst uns einen tollen Burger machen. So, und dazu werden wir als erstes mal beide Pfannen anmachen. So, und zwar machen wir jetzt als erstes Folgendes. Ich möchte als erstes die Burgerbrötchen machen. Die möchte ich nämlich anrösten und dazu schneide ich die einmal durch. Schön vorsichtig, möglichst schneiden und nicht drücken. Wir wollen ja, dass wir saubere Schnitte haben. Und möglichst gleich große Hälften, also dass ihr wirklich die Mitte trifft. Das ist das, was wir wollen. So, und dann
habe ich hier etwas Olivenöl. Das fülle ich mir in eine Schale und habe dann einen Pinsel. Denn ich möchte jetzt die Hälften, die Brötchenhälften, bevor ich sie in die Pfanne lege, ein kleines bisschen mit Olivenöl einstreichen. Und wenn wir das gemacht haben, dann legen wir sie einfach in die heiße Pfanne und rösten sie langsam an. Ich habe die Pfanne jetzt auf mittlerer Hitze, auf mittlerer Stufe, damit das nicht zu schnell geht. Denn da haben wir wirklich ein bisschen Zeit. Das mache ich übrigens in einer Grillpfanne. Habt ihr vielleicht gesehen? Das sind die Grillpfannen, das sind die, wo der Fußboden der Pfanne, der Boden der Pfanne Riffel hat. So, schön ein bisschen andrücken und dann rösten wir jetzt unsere Burgerbrötchen so richtig schön. So, als nächstes nehmen wir uns die Hähnchenbrust vor. Ich lege die tatsächlich der Länge nach einfach auf mein Brett und jetzt schneiden wir sie quasi quer durch. Ich möchte nicht so dicke Stücke haben, sondern ich möchte tatsächlich so schöne flache Scheiben haben. Seht mal, so habe ich das jetzt gemacht. Und das können wir, je nachdem wie dick die Hähnchenbrust ist, kann man das zwei, dreimal machen. Ich habe hier eine recht kräftige. Ja, ich glaube mit dreimal ist das gut. Das, was ihr nicht dran haben wollt, das könnt ihr ja gerne noch abschneiden, was nicht so schön aussieht oder vielleicht auch mal ein Stückchen Fett oder mal eine Sehne. Das schneidet ihr einfach ab, schmeißt das in den Mülleimer und fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch so ein Ding einsetzen. Wenn ihr meint, das ist ein bisschen zu dick, dann könnt ihr das natürlich auch noch vorsichtig ein bisschen klopfen. Ihr könnt es auch zwischen Plastikfolie legen. Ihr könnt es und dann klopfen. Ihr könnt es auch so machen, wie ich das jetzt gerade mache. Mit der glatten Seite oder mit der genoppten Seite. All das ist natürlich eurem Geschmack überlassen. Macht einfach so, wie ihr das mögt. Während wir hier so rumwursteln, müsst ihr zwischendurch immer mal dran denken, wie sehen denn meine Burger Buns aus? Hier kriegen die schon ein bisschen Farbe. Das können wir mal gucken. Ruhig mal ein bisschen drehen. Denkt immer dran, in der Mitte der Pfanne ist immer am meisten Hitze. Also das, was außen liegt, ist dann immer ein bisschen kühler. Und von daher können wir das gerne einmal drehen zwischendurch. Das Fleisch legen wir jetzt ein. Und zwar gebe ich einfach von dem Gewürzsalz hier so ein bisschen in eine Form. Ich mache das nur in der Form. Das kann man auch auf dem Brett machen, damit es hier nicht so rumsaut. Wisst ihr, wie ich meine, ne? So, legt die jetzt hier rein. Und jetzt kriegen die auch noch schön Gewürzsalz von oben. Macht so, wie ihr mögt. Wenn ihr es gerne würzig mögt, richtig viel, dann könnt ihr natürlich viel nehmen. Wenn ihr eher ein bisschen vorsichtiger sein wollt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. So, drehen das also nochmal um in der Mischung. Und wenn irgendwo was nicht hingekommen ist oder zu wenig ist, eurer Meinung nach, dann einfach noch ein bisschen drauf zugeben. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch schon vorher machen. Ihr könnt das Fleisch schon vorher ein bisschen einlegen. Dann kriegt es noch ein bisschen mehr Geschmack. Ist aber bei diesem Burger auch tatsächlich vollkommen ausreichend, wenn ihr das direkt macht. So, schaut mal. Die Burger sehen schon richtig gut aus. Die drehen wir jetzt noch einmal um, damit sie von der anderen Seite auch ein bisschen Farbe bekommen. Ja, genau so soll das aussehen. Leicht kross. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Burgerbrötchen nicht gegrillt sind oder nicht geröstet sind. Das mag ich überhaupt nicht. So, dann nehmen wir die zweite Pfanne. Machen die ein bisschen heiß, ist ein bisschen Olivenöl in die Pfanne hinein. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne hinein und dann die Pfanne schön warm werden lassen. Die muss nicht volle Pulle sein, das mache ich am Anfang immer nur. Stelle die Temperatur wirklich einmal sehr, sehr hoch. Aber nur bis die Pfanne Hitze hat und dann stelle ich sie eigentlich auch gleich wieder runter. Denn wir wollen das gar nicht so mit so viel Karacho braten. So, und dann nehmen wir das Fleisch und geben das in die Pfanne. Und braten jetzt unsere Hühnchenbrust ganz vorsichtig und wie gesagt bei wenig Hitze. So, mal gucken, was machen unsere Burgerbrötchen. Seht ihr mal, die sind jetzt schon perfekt, kross, knusprig,
und haben kleine Grillstreifen, genauso wie wir das wollen. Jetzt machen wir das gleiche mit den Ananascheiben. Die Ananascheiben, die reiben wir auch einmal kurz nur mit Olivenöl ein. Kein Olivenöl in die Pfanne geben, sondern lediglich die Ananascheiben einmal kurz mit Olivenöl ein bisschen bestreichen. Denn das hat zur Folge, dass wir richtig schöne Grillstreifen bekommen. Zusammen mit dem Zucker aus der Ananas und dem Olivenöl. Das macht sich super. Also es wird ein exotischer Burger. Und ich hatte euch vorhin ja bereits gesagt, wir salzen die Zwiebeln kurz und vermengen die einmal. Das geht wirklich ganz schnell. So, das Hähnchen können wir dann auch schon mal umdrehen. Und schaut mal, das ist das, was ich meine. Das sind die Streifen. Die Grillstreifen. Auch Röstaromen genannt. Das ist genau das, was wir wollen. Und wenn ihr Olivenöl in die Pfanne gebt, dann bekommt ihr das nämlich nicht hin. Aber wenn ihr die Ananas ganz leicht nur einstreicht mit Olivenöl, dann funktioniert das super. So, die Zwiebeln zwischendurch nochmal wenden, vermengen und das merkt man jetzt schon, dass sie ein bisschen Feuchtigkeit abgeben. Das wären super leckere Burger. Beim Hühnchen müsst ihr immer dran denken, lasst es lange genug in der Pfanne, lasst es lange genug braten, weil die Kerntemperatur sollte über 70 Grad sein. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ihr könnt hier übrigens, weil ihr keine Hähnchenbrust nehmen wollt, könnt ihr übrigens auch ausgelöste Keulen nehmen, ohne Haut und ohne Knochen. Funktioniert auch. Ich habe in diesem Fall Hähnchenbrust genommen und ihr macht es einfach so, wie ihr wollt. Ja, und dann würde ich sagen, ist es auch schon Zeit, unseren Burger zu bauen. Also als erstes legen wir auf den Teller unser Burger-Bun und dann kommt etwas Soße drauf. Macht so, wie ihr wollt, von der Menge her. Also als erstes kommt die Soße auf das Burger-Bun, dann der Salat. Dann etwas Zwiebeln und dann macht ihr so, wie ihr wollt. Wer gerne und viel Zwiebeln mag, der nimmt gerne und viel Zwiebeln. Wer nicht so viel Zwiebeln mag, nimmt eher wenig. Und wer gar keine Zwiebeln mag, lässt sie ganz weg. Voll easy. So, und dann kommt das Hähnchen drauf. Könnt ihr das eigentlich sehen? Boah, das sieht so mördergeil aus, echt. Und jetzt kommen hier noch zwei Ananascheiben drauf. Und ihr seht schon, das wird eine vollwertige Mahlzeit. Das ist so geil. So, und dann oben natürlich das gleiche nochmal. Wir nehmen wieder unsere Burgersoße und packen die oben drauf, so wie ihr mögt. Und dann geht der Deckel oben auf den Burger. So, und jetzt wische ich mir einmal kurz die Hände ab. Und jetzt schaut euch das mal an. Sieht der gut aus oder sieht der gut aus? Ganz einfacher, exotischer Chicken Burger mit Ananasscheiben und Hähnchenbrustfilet, leckerem Salat, selbstgemachtem Dressing und Zwiebeln. Und jetzt muss ich den natürlich probieren. Ja, ich kann den probieren. Ihr müsst den selber erst machen. Los geht's. Kennt ihr dieses Lecker? Gott, ist der lecker. So einfach und so super lecker. So viel Geschmack zwischen zwei Brötchenhälften. Das ist wirklich super. Also wer Ananas mag, der nimmt Ananas. Man kann natürlich auch Paprikaringe nehmen oder Tomaten oder was auch immer. Wer das mag, so ein bisschen süß-saure Note, leicht scharf,
Dann probiert den Burger aus. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit, ihr werdet es nicht bereuen, das schwöre ich euch. Und wir sehen uns ja vielleicht wieder. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal auf meine Homepage vorbei, www.tasty4u.de, der neue Kochkanal hier auf YouTube mit eigener Homepage. Und wie gesagt, ich muss dieses Ding jetzt komplett verhaften. Wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und das Abonnieren nicht vergessen und einen Daumen oben zu lassen und vor allen Dingen Nachmachen nicht vergessen. Gott ist der Geil.